Hallo und herzlich willkommen bei AZTV. Mein Name ist Aida Hildebrand und das sind die Top-Themen für den Dienstag. Weil er vor einem Jahr vor drei Kindern die Hosen runtergelassen hatte, stand gestern ein 77-jähriger Grassauer vor dem Stendaler Landgericht. Er musste sich wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Da er sich geständig zeigte, die Tat zugab und versicherte, dass dies nicht mehr vorkommen werde, wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 6 Monaten auf Bewährung verurteilt. Alter Tempel entsteht am Ahrensee neu. Vom einstigen Tempel des Wanderpredigers und Naturapostels Gustav Nagel gibt es nur wenige Überbleibsel, wie beispielsweise Treppen und Säulen. Der Förderverein möchte die Schaffenskraft des einstigen Ahrensseers, der von 1874 bis 1952 lebte und sich am Ufer seinen Garten Eden schuf, wieder sichtbar machen. Dazu gehört der Tempel, in dem Gustav Nagel Gäste empfing und auf seinem Harmonium spielte. Uwe Holger Idler treibt als Vorsitzender die Idee des Wiederaufbaus voran. In dieser Woche entsteht das Fundament für den 6x6 Meter großen Tempel. Die Theatergruppe Klötze hat derzeit allerhand um die Ohren. Die letzten Proben vor der großen Premiere am 19. Oktober stehen an. Italienisches Temperament trifft im Stück Bella Italia auf deutsche Zurückhaltung. Zutaten für eine turbulente Komödie. Die AZ schaute bei den Proben zu und traf eine lustige Truppe. Wetter. Der Mittwoch beginnt ziemlich trüb. Am Morgen kann es sogar noch ein paar Regentropfen geben. Im Verlauf kann sich die Sonne aber immer besser gegen das triste Grau durchsetzen und teilt sich am Nachmittag den Himmel mit den Wolken. Die Temperaturen sind bei maximal 11 Grad ziemlich frisch. In der Nacht sinkt das Quecksilber auf 5 Grad. Das war's für heute mit AZTV. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und dass Sie auch morgen wieder einschalten.